Wenn du dann gehst, einfach so gehst, halt ich dich nicht, ich halt dich nicht fest, weil ich dich kenne und genau weiß. Dein Herz wird bald schon wieder zu Eis. Komm, mein Freund, denn es brennt nur für euch. Es wird dich wärmen. Heute Nacht meine Sonne, ich will sie mit dir teilen. Komm an mein Feuer, bis der Morgen erwacht. Es wird dich wärmen, bis ans Ende der Nacht. Und kommt die Sonne, bis auch du wieder stark. Dich verlieren wir Tag. Dich verlieren wir Tag. Ich habe den Herrschaften da vorne früher alle 10 Euro gegeben, damit sie das machen. Nein. Dankeschön, ich habe mein erstes Autogramm bekommen. Ich gebe heute auch noch Autogramme, aber vielen lieben Dank. Haben Sie da schöne bunte Strümpfe an? Ist das lieb, ja? Habe ich noch nicht gesehen, ganz hübsch. Vielen lieben Dank. Aber deinen Namen ich hab hast du auch nicht zu dran. Danken. Deinen Namen Moni, hast du nicht dran. Monika du bist die Monika. Ja, ich bin Monika Wolldack. Ich dachte, du schreibst für dich, liebe Moni, und dabei ja, bist für dich. Für mich, weil ja. Da, ich auch zufällig so heiße. Ja, genau. Genau. Meine Damen und Herren, ich habe da gerade aus dem Fenster geschaut. Kennen Sie die Kirche da im Hintergrund? Ja. Ja, ich auch. Ich durfte nämlich 2009 hier eines meiner Kirchenkonzerte, die ich bei meiner Deutschland-Tour sozusagen, nein, 9, gesungen habe, zu Gast sein. Hier ist es. Und ich war vorher auch noch in der Holubgasse Nummer 5. Da hat nämlich ein ganz lieber Fan von mir gewohnt. Vielleicht kennen Sie ihn, der Reinhard Sens. Er ist leider schon verstorben, aber wissen Sie, das, was mich durch mein Leben trägt, nämlich mein Glaube, der sagt mir, dass es nach dem Leben nicht aus ist. Nach dem Leben, man spricht zwar vom Tod, aber gestorben ist in Wirklichkeit nur der Körper. Die Seele ist unsterblich und Reinhard ist mitten unter uns, das spüre ich. Und er freut sich, dass es uns hier alle bei Musik gut geht. Meine Lieben, 20 Jahre sind vergangen. 20 Jahre gibt es jetzt schon Monika Martin sozusagen. Damals 1996 hat beim Grand Prix der Volksmusik alles begonnen. Kennen Sie zufällig noch das Lied, das ich damals gesungen habe, außer den Herrschaften da vorne, außer... Nein, du bist ja auch da vorne, sei mal still bitte. Nur die Herrschaften da hinten, wissen Sie zufällig noch, mit welchem Lied 1996 für mich alles begann? Es hat etwas mit einem... Ja, La Luna Blue, die Dame kriegt von mir später ein Küsschen. Oder mehrere Autogrammkarten, wenn sie damit mehr Freude hat. Das ist sehr aufmerksam. La Luna Blue. Mittlerweile darf ich eben, wie gesagt, mein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Meine 21. CD ist jetzt auf den Markt gekommen, die ich Ihnen hier vorstelle. Heute gibt es einen ganz besonderen Sonderpreis, 15 Euro. Das schlägt sogar Amazon, das schlägt überhaupt alle Märkte, die es da rundherum gibt, Mediamarkt, Saturn. 15 Euro gibt es nur hier und jetzt bei Karstadt. Die DVD, glaube ich, kostet 20. Und das sind wirklich sehr gute Angebotspreise. Und da danke ich der Geschäftsführung von Karstadt, dass das möglich ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Lieben, dass meine Musik, ich weiß nicht, ist es Ihnen überhaupt aufgefallen? Meine Musik ist in letzter Zeit etwas flotter geworden. Haben Sie das bemerkt? Ja? Genau. Ja. Ich glaube, das hat auch etwas mit meinem 50. Geburtstag zu tun, den ich vor 4 Jahren gefeiert habe. Ich hatte eine kleine Midlife-Crisis, mir hat es den Boden unter den Füßen so richtig weggezogen, weil diese 5 und diese 0, die da auf der Geburtstagstorte stand, die galt mir. Und dann mit 20 glaubt man, es geht ewig so weiter.
Aber mit 50, da fängt man dann schon anders zu denken an. Dann glaubt man ja, was ist jetzt los? Ist das Leben jetzt aus? Nein. Ich habe dann gleich ein paar Mal gefeiert und ich habe mir gesagt, jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht's erst so richtig los.